Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider. Ach ja, herrlich, ne? Also, aber da ich die Musik immer noch höre, muss es hier noch mehr Feinde geben. Ich weiß schon gar nicht, wie viele ich... Ich habe so viele schon getötet, aber es hört und hört nicht auf hier. Ja. Hier kann ich ja mal hochgehen. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Dieser Matthias ist wirklich ein komischer Mensch. Mal gucken, was wir über den noch so herausfinden werden. Aber naja. So, ich bin noch so weit oben jetzt. Habe ich nicht eine bessere Sicht jetzt sogar? Auf irgendwelche Typen da hinten? Keine Ahnung. Kann ich von hier aus noch weiter nach oben? Ja, anscheinend nicht. Ja, super. Hallo? Ihr Molotow-Cocktails hier, die sollen mal aufhören. Die Nervbacken. Komm mal du um die Ecke hier. Oh, ich bin verwundet. Ich halte aber noch durch. Der da oben ist halt auch echt nervig. Ich glaube, den habe ich erwischt. Och, Mädel. Ich habe ihn wieder am Arm gestriffen. Das macht ihm anscheinend alles gar nichts aus. Der lebt immer noch, ne? Ist echt. Oder es sind mehrere. Da war doch noch einer. Oder nicht? Die verletzt sich sogar, wenn sie hier runtergeht. Oh oh. Nein. Nein, nicht noch mehr. Scheiße. Aus dem Weg. Sie gehören mir. Oh nein, ich will nicht. Konzentration. Du schaffst das. Ja. Hey.
Ja, ich bin eine Anfängerin, hallo. Ich komme und hol dich. Ich habe auch gar keine Muni mehr. Das ist echt ein bisschen scheiße. Gibt's hier irgendwo welche? Ich habe so viel verballert. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja, ich weiß. Was kann ich denn machen? Ich komme hier irgendwie gar nicht an den Rand. Oh mein Gott, ich habe ihn sogar getroffen mal. Wow. Ja, lebt immer noch. Noch mehr, was hier rumliegt, was ich jetzt während des Kampfes irgendwie nicht beachten konnte. Boah. Dieser Typ. Am besten eigentlich, man legt es auch mal drauf an, habe ich gerade gemerkt. Und geht einfach mal direkt drauf los. Und dann einfach auch blind schießen kann auch helfen. Also blind im Sinne von ganz schnell eine Rolle machen und dann halt sofort draufkloppen. Muni, 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 Muni. Das brauchen wir jetzt wieder mehr. Oh, hier gibt es auch Spinzschränke, die wir öffnen können. Hatte ich aber in dem anderen Bereich davor irgendwie nicht gesehen. Hat sie jetzt schon automatisch geplündert, finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob wir, wenn wir so Fackeln finden, sie bestimmte Sachen besser erkennen. Also findet dann auch so Objekte. Geheimnisse, Geocaches, was auch immer, Bücher. Dass man die vielleicht sonst gar nicht so sieht. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall weiter nach oben. Das können wir ja jetzt wenigstens mal. Vorher waren ja überall die Wachen hier. Ah. Oh Mann, oh, dieses Gekämpfe, echt. Also der Bosskampf... Der ging jetzt sogar relativ gut, fand ich. Während, wenn halt so mehrere auf einmal kommen, das ist immer schwierig für mich. Ich glaube, es gab auch eine Errungenschaft dafür, wenn einer sich so runterhangelt am Anfang an diesen Seilen und wenn man den dann in dem Moment mit einem Kopfschuss abschießt, dass man dann irgendwie, glaube ich, eine Errungenschaft kriegt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Und ich muss mir angewöhnen, ein bisschen mehr auf diese Tonnen zu schießen. Dann explodiert alles und dann kriegt man auch ein paar Gegner mehr mit runter. Als einfach nur versuchen, die Einzelnen zu kriegen. Aber mein Gott. Ja, ein Lager wieder. Wie schön. Und? 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Hm. Okay. Schade, dass ich dieses andere Formular noch nicht hatte. Und dann verbessern wir wieder unsere Ausrüstung natürlich. Ich weiß gerade nicht, was besser ist sogar.
Hier, dann das könnten wir auch mal verstärken. Machen wir mal. Oh Gott, ja. Machen wir mal das besser. Gepolsterter Schaft. Das ist ja auch schon mal was wert. Ach, wir haben gar keine Fähigkeitspunkte. Schade. Okay. Gut. Dann geht es jetzt weiter. Hier entlang hangelt, denn Lara will nach oben. Los geht's. Erstmal gehst du noch nach unten, wenn du kannst. Aber du gehst nicht. Geht sie nicht nach unten? Nö. Ich muss da lang. Okay. Ich dachte, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, finde ich da vielleicht noch was. Kann auch sein, dass ich da noch was finde. Ist übrigens eine sehr schöne Sequenz. Spannend und schön und gefährlich und alles. Aber ich will mal kurz still und lasse diese Szene auf sich wirken. Den Mut muss man ja erstmal haben, sich hier hochzutrauen. Aber dafür hat Lara gleich eine sehr krasse, sehr krassen Ausblick. Jetzt fehlt da auch noch eine Stufe. Schrecklich. Oh, furchtbare Vorstellung. Ich würde mich das nie trauen, glaube ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Da würde ich einen Herzstillstand kriegen. Wenn das dann Ding auch noch so abbricht, wenn man das anfasst. Als einzige Absicherung. Klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Zum Einstellen nach links, rechts bewegen. Okay, dann machen wir das mal. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß nicht. Guck mal, da war doch, da ist doch was. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen.
Das kriege ich hin. Schrei um Hilfe, entfachen sie ein Signalfeuer. Und wer würde sich bitte an diesem Seil von hier oben runterschlüttern lassen? Einfach mal eben ganz ehrlich, da kommst du doch mit einer Gehirnerschütterung und zwei gebrochenen Beinen da unten an, oder? Was würdet ihr machen? Frage ich mich gerade. Würdet ihr die Leiter wieder runternehmen? Auch wenn da die zwei Stufen halt fehlen, irgendwie das runterschaffen, wieder zurück oder hier über das Seil? Ich weiß nicht so richtig, was ich machen würde. Ja genau, lass dich einfach fallen, ist auch eine tolle Idee. Aber hier in diesem Tomb Raider kann man sich nicht so einfach runterfallen lassen und runter in den Tod stürzen. In einem alten Tomb Raider hätte man jetzt einen Kopper hier machen können. So einen Kopfsprung schön ins Nichts mit einem schönen Schrei. Ey, das muss so schnell sein, wie sie da runterschlittert. So kommt man definitiv runter. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, sie wären noch viel, viel schneller gestürzt. Und da liegt auch noch Treibstofftanks. Wunderbar. Und halb erfroren muss sie ja auch sein. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Da kannst du doch einfach drauf schießen, oder? Feuerstahl, neue Ausrüstung erhalten. Yay, okay, das ist anscheinend... So sollte es gehen. Das ist anscheinend unsere Feuergeschichte, die wir jetzt immer benutzen können. Finde ich gut. Finde ich super. Ich weiß zwar nicht, woher sie das alles weiß. Ich glaube, ich wäre da total doof, aber sie kann es. Und es ist ja schön. Was? Vielleicht sollte ich mal wieder hier so ein bisschen jagen gehen. Die hat bestimmt auch Hunger, die Gute. Aber wir haben ja gar kein Feuer und... Vielleicht sollte ich mich nicht mit solchen Dingen aufhalten. Oder doch? Kleine Ratti! Bleib doch mal stehen! Wenn die hier gleich nochmal langgucken, kriege ich sie vielleicht. Wird wohl nix. Ich gucke nach Geheimnissen, so wie immer. Liegt hier irgendwas rum? Geocaches, whatever. Öl? Macht's jetzt gleich richtig schön bumm? Da ist es! Gott. Wir fallen und fallen und fallen und fallen. Aua. Das war nicht so geschickt. Oh mein Gott. Hilfe. Fall müssen wir zu dem. Ja, ich weiß, ich kann da jetzt rüber jumpen.
Oh mein Gott. Das Flugzeug ist volle Kanne abgestürzt. Und ich gleich auch. Nein, nein. Nein, nein, ich nicht. Bitte, ich nicht. Hilfe! Was passiert hier gerade? Hä? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur so einen Schatten gesehen. War das normal? Ich glaube, ich habe schon am Anfang einen Fehler gemacht, dass ich nach rechts gegangen bin. Ja, genau. Ich laufe jetzt einfach mal hier hoch. Ja, das ist wohl das Bessere. Die bessere Alternative. Hier bricht alles auseinander. Nein. Scheiße. Nicht schon wieder so einer. Ja. Kannst du mal deine Waffe wechseln? Oh mein Gott, jetzt schaffe ich das, den Typen da zu killen und knall runter. Und natürlich hält sie sich diesmal nicht fest. Scheiße. Oh, das gibt's echt nicht, oder? Ich habe so ein Pech teilweise in dem Spiel. So, diesmal war es besser. Aber der arme Pilot, scheiße. Kacke. Und genau der sollte uns doch helfen. Und ach Mann, aber vielleicht hat er ja noch irgendwie kommuniziert vorher mit anderen. Das, ja. Ach, ich weiß auch nicht. Dass halt die Leute wissen, dass wir hier sind. Das wäre halt schön. Na gut, Leute, ich muss einen Cut machen. Die Parts sind voll lange. Immer so 25 Minuten. So lange will ich eigentlich immer gar nicht aufnehmen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Irgendwie. War jetzt hier noch was? So eine Klappe, ne? Nee, die kann ich aber nicht aufmachen. Oh Mann, oh. Alles voll blöd gelaufen für Lara. Tja, kann man wohl nichts machen. Nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ach, Lara, mach dir nicht so viel Gedanken. Du hast alles eigentlich richtig gemacht und schlägst dich richtig gut, finde ich, trotz meiner Spiel.
Spielweise. Und mit dieser Spielweise geht es weiter oder hoffentlich noch besser im nächsten Part von Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen.